Git. Was auch immer da drin ist, es stinkt fürchterlich. Noch mehr Kissen. Hier ist nichts. Ein Teppich auf einem zweiten Teppich. Was für ein Angeber. Kaum zu glauben, dass ich erst letzte Nacht hier saß. Das Zelt sieht ganz anders aus bei Tag. Sind das Gurken? Auf jeden Fall nicht aus dieser Gegend. Sie riechen seltsam. Irgendwie... Oh, mein Kopf. Bei Fex. Was ist das für ein Zeug? Jemand hat ein rotes und ein weißes Kamel auf den Deckel gemalt. Vielleicht eine Art Kartenspiel. Kissen so groß wie Säcke. Der Händler hält sich wohl für einen Kaiser. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Das reicht, Breda. Wir haben eine Aussage. Hast du den Tatort vollständig untersucht? Ja, da war nichts. Wenn es noch etwas gibt, dann im Zelt. Ich schreibe das hier nur noch eben zu Ende. Oh je. Da ist ein seltsames Wappen an der Wand. Oder ist es nur ein übertriebenes Teppichmuster? Schnell, verschließen! Geschafft. Und bring den Tatort nicht durcheinander. Ich höre jedes Scheppern. Das war knapp. Huch, hier steht ja noch einer. Offenbar haben noch nicht einmal die Magier ihn hier... Praios, stehe mir bei. Das ist die Maske aus der Grabkammer. Was hat mir dieser Kerl noch alles verschwiegen? Ein weiterer Versteinerter. Er hält die Maske fest in der Hand. Ich muss zu härteren Mitteln greifen, will ich sie abbekommen. Er hält den Wagen an der Stelle. Weg damit. Da ist ein Schloss dran. Passt. Das Kind habe ich damit ganz schön beeindruckt. Die macht sich nicht mehr über mich lustig. Das ist genau, was ich brauche. Sie würde zerbrechen, der Magier sich umdrehen und mich sofort sehen. Ich kann auch das Leben in ihm spüren. Unheimlich. Hey, ich sagte nichts kaputt machen. So leicht kaum zerbricht zu glauben, das nicht. Was alle an ihr finden. Löffel weg von meinem Hammer. Das hört jetzt aber mal auf, ja? Ich habe sie. Jetzt bloß weg von hier. Wen haben wir denn da? Breda, es gibt einen neuen Tatverdächtigen. Was hast du da, Junge? Das hier? Das kann nicht sein. Magister Budiak? Was ist das? Nichts. Nimm es ihm ab und gib es mir.
Das ist ganz offensichtlich ein sehr gefährliches Artefakt. Ich muss es umgehend zur Untersuchung in die Akademie bringen. Du verhörst derweil den Schweinehirten. Verstanden. Also, wer bist du? Und warum schleichst du hier herum? Ihr könnt das Artefakt nicht einfach mitnehmen. Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Das Kampfseminar will wissen, was hier Schreckliches geschehen ist. Ich dagegen bin überrascht, wie langweilig unsere Ermittlungen bisher verlaufen. Also mache es mir bitte nicht zu einfach. Sonst bin ich nur noch mehr enttäuscht. Erste Frage, was war das für ein Artefakt? Das war eine uralte magische Waffe. In den falschen Händen kann sie großes Unheil anrichten. Und wie kommt jemand wie du dazu, etwas so Mächtiges zu besitzen? Ich habe sie hinter dem Zelt gefunden. Eine der Statuen hatte sie in der Hand. Hm. War das alles? Kann ich jetzt gehen? Junge, bist du langweilig. Du hast nicht einmal versucht, mich anzulügen. Selbst schwarzmagische Vorfälle bekommt dieses Königreich nicht richtig hin. So. Und nun meine letzte Frage. Wer bist du überhaupt? Ich bin Geron. Gut, das war alles. Du darfst gehen. Im Ernst? Ich sehe doch aus 100 Schritt, dass du harmlos bist. Oder hast du noch eine letzte Frage, bevor du in dein ereignisloses Leben zurückkehrst? Du bist Novizin an der Magierakademie, richtig? Richtig. Eine werdende Kampfmagierin. Auf ewig dazu verdammt, dem Andergaster-Adel in seinem schwachsinnigen Geplänkel gegen Nostria zu dienen. Warum gehst du nicht fort, wenn du es nicht magst? Erst muss ich meine Ausbildung durchhalten. Was ist hier geschehen? Hatte ich das nicht schon erzählt? Gestern Nacht haben sich 5 Andergaster im Gasthof zum fetten Schinken zusammengefunden, um einen tulamidischen Händler aus ihrem Wald zu vertreiben. Und so fand man sie am nächsten Morgen. Du hattest nicht erzählt, dass sie sich im Gasthof trafen und dass es 5 waren. Jetzt weißt du auch das. Was ist mit dem Tulamiden geschehen? Das wissen wir nicht. Allzu weit wird er nicht sein. All sein Hab und Gut ist noch hier. Wir vermuten, er versteckt sich im Wald. Dein Lehrmeister schien sich sehr über mein Artefakt zu freuen. So ist er nun mal. Er sammelt seltene Artefakte, reist viel dafür herum. Angeblich einst sogar bis in den Raschthulswall nach Draconia, aber genaues weiß ich nicht. Bist du gut mit Rätseln? Was für Rätsel? Wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Was ist der Zusammenhang? Das kann ich dir nicht sagen. Dann kann ich es auch nicht lösen. So, ich denke, das reicht. Mach dich vom Acker, damit ich in Ruhe weiterforschen kann. Ich denke, ich habe genug gesehen. Komm, Nuri. Ich bringe dich nach Hause. Was machen wir jetzt? Hast du gehört, was die Magierin erzählt hat? Sie sagte, dass der Mob aus 5 Leuten bestand. Auf der Lichtung waren es aber nur 4 Säulen. Was, wenn der 5. entkommen ist? Es gäbe einen Zeugen. Ach, lass mich doch ein Rabe bleiben. So schlimm ist das nicht. Nicht, solange ich noch etwas dagegen tun kann. Ich werde mich mal etwas in der Stadt umhören und versuchen herauszufinden, was mit Fahi geschehen ist. Du bleibst besser hier. Ich bin eh müde. Ich werde ein wenig schlafen. Weckst du mich, wenn es etwas Neues gibt? Mach ich. Schlaf schön. Wie schön sie einst war, wir zwei. Die Frohnatur und der Griesgram. Wer hätte gedacht, dass gerade wir uns so gut verstehen würden? Und nur einen Frühling später liegt unser Glück plötzlich in den Händen eines zwielichtigen Händlers. Ich hoffe, ich verrenne mich da in nichts.